Hallo und herzlich willkommen zurück bei einem weiteren Video. Und ja, wir spielen heute Minecraft Java Edition. Aus dem ganz einfachen Grund spielen wir heute Minecraft, weil ich erstens wieder Bock auf Minecraft bekommen habe. Vor allem, weil ich wieder alte Videos gesehen habe von früher Nostalgie. Und dann habe ich ganz, ganz alte Videos von damals, wo ich jung war. Ganz, ganz alte Videos gefunden von Minecraft, wo ich damals schon so Let's Plays probiert habe zu machen. Und jetzt habe ich da einfach wieder Bock gekommen. Und ich weiß, Minecraft ist eigentlich schon übelst ausgelutscht, aber ich habe es auch gesehen bei anderen Leuten, bei auch kleineren YouTubern, dass die das jetzt wieder häufiger, also mehr Leute wieder machen. Da auch wieder Bock drauf haben. Oder auch wieder im Livestream. Und ja, nachdem es ja auch viele neue Biome, viele neue Sachen, viele neue Mobs und so weiter und so fort gibt, habe ich mir gedacht, dann lass doch zusammen das Game auch einfach mal angehen nochmal. Und ja, ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Gebt mir gerne Feedback. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und ja, ich würde sagen, Leute, wir machen jetzt mal auf Einzelspieler eine neue Welt. Die nennen wir Minecraft in 2022. Ganz auf easy. Dann weitere Weltoptionen braucht man nicht. Schwierigkeitsgrad normal, das passt. Und neue Welt erstellen. So. Ich hoffe, da lädt jetzt was. Aber ich denke mal schon. Jawohl. Geht doch, geht doch, geht doch. Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, dass wir da vielleicht relativ viel Spaß haben können. Da können wir viel gemeinsam machen, so was ich bauen soll oder so. Oder man macht dann irgendwann später mal einen Server draus, wo man dann die Community mitzocken kann und so weiter und so fort. Man kann da ja relativ viel machen. Und Minecraft ist halt ein Let's Play oder ein Game zu Let's Playen, wo man nicht, was theoretischerweise endlos gehen kann. Weil du hast, wenn auch, so man sagt, viele sagen ja, wenn du einen Enderdrachen besiegt hast, dann, ja, kannst du, ist das Spiel so durch, ja, stimmt schon an sich, aber, weißt du, der Endboss ist, aber du kannst ja trotzdem mit deiner Welt noch weiterspielen. So, aber jetzt hören wir mal auf mit Gequatsche und fangen an. Ich sehe gerade, wir sind hier schon mal eigentlich perfekt gespawnt. Hier ist direkt Wasser. Hier sind direkt Kürbisse und die nehme ich auch gleich mal mit. Denn man weiß ja nie, ob man die überhaupt mal wieder findet. So, wir spielen jetzt hier noch mit den Standardtexturen. Ich werde aber im Laufe des Let's Plays irgendwann mal ein anderes Texture Pack holen, wenn ich ein cooles gefunden habe. Und ja, genau. So läuft es. So, dann würde ich sagen, Leute, bauen wir uns jetzt hier den ersten Baum schon mal ab. Wie gesagt, wie Minecraft, ganz klassisch, wieder mein Holz starten. Ich glaube, ich muss das Spiel kennen, mir klären, wie die, vor allem die ganzen Anfangsschritte gehen. Bei den ganzen neuen Sachen muss ich mich dann selbst erst reinfinden. Ich weiß nämlich nur, dass es sehr viele neue Sachen gibt, aber ich wusste zum Beispiel noch nicht, was es alles schon gibt. Und genau, so. Jetzt habe ich mir erstmal eine Spitzhacke gemacht. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, dass wir jetzt hier mal langlaufen. So. Und dann würde ich mir gerne... Oh, da ist Kohle schon eigentlich. Genau sowas habe ich gesucht. Perfekt. Und dann würde ich mir gerne schon mal... Genau, wo man es hier einfach... Schon mal drei Steine, dann können wir nämlich die wegschmeißen, können das da hinbauen, können uns eine gute Pickaxe machen. Das machen wir mal hier hoch. So. Und dann können wir nämlich hier das Kupfer auch gleich mitnehmen. Wo ich bis jetzt nur drüber weiß, dass man mit dem Kupfer ein Dächer und halt so Ziegelsteine und so einen Scheiß bauen kann. Also halt einfach Blöcke zum Bauen. Also dass es halt ein Rohstoff zum Bauen ist. Und... Also, ist mein aktuellster Stand noch. Ich weiß nicht, was sich da schon wieder geändert hat, alles. Muss mich da selber erstmal wieder reinfinden. Ja, und dass das anscheinend sich auch irgendwann durch die ganzen Witterungseinflüsse auch in Minecraft
irgendwie sich verfärben kann und ja, ist dann eigentlich ganz nice. Also ich stelle mir das eigentlich ganz cool vor, wenn sich das dann quasi dann zu rosten beginnt. Ich glaube, es ist auch ganz cool, mal in Minecraft zu sehen. genau, und was ich in Minecraft auch so schön finde, wenn man mal so Baufolgen hat, wie jetzt gerade oder so zum Beispiel, dann kann man auch einfach mal nur quatschen und muss hier nicht die ganze Zeit dann... Upsala. Dann da... Sag mal, was bin ich heute so schlecht so? Das machen wir schon mal. So, perfekt erstmal. Den nehmen wir wieder mit. Das nehmen wir auch wieder mit. Ja, okay. Das war easy. So, dann gehen wir mal hier nach oben. Und dann gucken wir mal. Denn da hinten ist Dschungel. Und Sand. So. Da drüben sieht es cool aus, da drüben sind Berge. Wir sind aber jetzt auch gerade auf einem Berg. Aber heute auf noch einen relativ kleinen Berg. So. Jawohl, oh, da ist eine Kuh. Nice. Die können wir gleich, weil wir werden sonst irgendwann nicht mehr sprinten können, wenn wir nicht essen. So, und ich will gerne mal zu den Bergen da nach hinten laufen. Und einfach mal so schauen, was wir jetzt bis auf dem Weg da finden. Und vielleicht sagen wir da, okay, da bleiben wir, da bauen wir. Ja. Also ich werde mir auf jeden Fall einen schönen Platz aussuchen. Und wenn ihr aber in den Kommentaren sagt, okay, nee, der Platz gefällt mir nicht. Oh, ne, ist Hunde. Oh, nee, der Platz gefällt mir nicht und geht nicht, bla bla bla, dann... Möchte das natürlich nicht. Danke. Danke. Aber man glaube ich, ich brauche Wolle von verschiedenen Farben, also von den gleichen Farben, oder? Denke ich, weil sonst kann ich kein Bett mehr machen, so. Aber dann hoffe ich mal, dass hier noch irgendwo ein Schaf rumgeistert. Im besten Fall ein weißes. Och, Bienen! Ich wollte die einfach mal kühlen, mal schauen, was wollte schauen, was so passiert. So, jetzt muss ich hier aber mal wieder auf den Berg nach oben kommen. Dass ich nämlich mal wieder schauen kann, wie wir eigentlich dran sind. Hey! Hey! Was? Da kenne ich jetzt. Greif mich jetzt mehr an. Ihr Scheißviecher. Ihr Kackviecher. So. Alter, haben die Schaden gemacht. Oh mein Gott, sieht das hier einfach nice aus, Leute. Oh mein Gott. Sieht hier so schön aus, so unfassbar schön. Dass ich gar nicht weiß, wo ich als allererstes hin will. So, jetzt laufe ich mal das ein bisschen nach vorne. Oh ja, überall dichter Wald. Hier direkt Dschungel, auf der anderen Seite Dschungel. Aber ich glaube, ich gehe zu den Bergen da drüben hin. Und schau mal. Oh mein Gott, ich muss echt aufpassen. Ich habe noch ein Herz. Und ein Herz ist bekanntlich nicht sehr viel, leider. So, aber jetzt runnen wir hier mal. Entlang gemütlich, so. Tut mir leid, aber ich brauche ein Fleisch. So, und zwar habe ich hier nämlich diese Lücke schon gesehen und habe die eigentlich ganz cool gefunden. Ey, genau. So. Okay, da ist eine Kuh auf jeden Fall. Jawohl. Und ihr auch einmal bitte, danke. Okay, da ist ein Wasserfall. Hier gehen wir mal nach oben. Ganz gediegen. So, jawohl.
Zack, zack. Zack, zack. Und dann gehen wir doch hier mal noch weiter nach oben. Ja. Jawoll! Ja? Fucking woll. So, aber... Hilfe. Es war so dumm, Leute. Oh mein Gott, es war so unfassbar blöd von mir, was ich gerade getan habe. Es war so unfassbar blöd, jawohl. Wir haben unser ganzes Zeug verloren. So, Leute, dann würde ich kurz sagen, hole ich mir kurz nochmal ein bisschen Holz. Dass ich mir zumindest schon mal das ganze Zeug hier mitnehmen kann auf easy. So, jawoll. Und dann mache ich mir jetzt nur schnell ein hölzernes Sword, baue die dann wieder ab. Und nehme hier noch die paar Tiere mit. Weg. Auch hier, perfekt. 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 Und da hinten ist Dschungel. Das heißt, ich werde ungefähr mal diese Richtung anpeilen müssen. BZW, vielleicht finde ich ja tatsächlich sogar den alten Todespunkt. Ich glaube tatsächlich, dass es irgendwo da drüben gewesen sein muss. So, mal sehen, mal sehen. Jetzt muss ich nur schnell sein. Oh, das ist ein... Oh, da ist noch ein Schaf. Echt, meine andere Wolle. Okay, das ist jetzt gerade noch wichtig. Weil dann habe ich hier schon mal meine Wolle. Jawohl. Easy going. Easy going. Okay. Perfekt. Ja, genau. Die haben wir nämlich auch gesehen. So, und da sind Berge, wo ich jetzt gleich mal hinschauen werde. Ja, hi. Ja, ich weiß, was war. Das war da vorne, Leute, gleich da vorne. Da laufen. Ne, das, was wir zuerst machen. Als allererstes bauen wir uns kurz ein Bett, weil ich habe keinen Bock, jetzt nochmal zu sterben und nochmal da lang zu laufen. Deswegen mache ich mir jetzt ein Bett, dass ich dann da gleich jetzt mal easy rennen könnte. So, perfekt. Okay, und dann run, 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 run. Bitte run. So. Easy. Nach vorne, nach vorne, nach vorne, nach vorne, nach vorne. Okay, und wo bin ich da jetzt gestorben? Ich glaube, da drüben, wo ich rauf bin, ja, da irgendwo. Da müsste ich jetzt dann gleich mein ganzes Zeug legen. Deswegen kann ich das hier eigentlich auch schon mal wieder wegwerfen, weil ich will diese Holzkacke gar nicht haben eigentlich. Da liegt mein Stuff. Wo liegt mein ganzer anderer Stuff? Da noch was oben. Also weiter oben meine ich. Ja, hier liegt mein ganzer Stuff. Oh mein Gott, nice, nice, nice. Und ich wollte nämlich hier auf ganz entspannt runtergehen, so. Ja, ja. So, die Viecher töte ich hier mal noch nicht, weil falls ich mich jetzt hier wirklich niederlassen sollte,
Wo laufe ich hier eigentlich ganz planlos durch die Gegend? So, nee, da vorne war aber so ein Teich. Ja, genau da. Genau da. Ich habe hier echt sehr, 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 sehr schlechten Überblick. So, ich muss jetzt hier erstmal wieder irgendwo nach oben. So, und ich weiß jetzt auch schon, wo wir unser Haus hinbauen. Und zwar unser erstes Haus bauen wir. So, jetzt muss ich dann wirklich schon wieder aufpassen. Hallo. So, das erste Häuschen können wir uns doch. Ja, hier. Hier. Hier sieht schon mal nicht schlecht aus. Bett daneben, dann baue ich mir mal gleich zwei Öfen, die wir übereinander stellen, so. Da drei rein, da drei rein. Dann mal das durch. So, dann sortieren wir mal kurz das Ganze. Das dahin, das dahin. Genau.